Nach dem Abgang von Okan Aydin haben sich viele Fans die Frage gestellt, kann die Austria den hohen Erwartungen in diesem Jahr gerecht werden? Julian von Hacke ist einer jener Spieler, die es jetzt im Mittelfeld richten sollen. Oki war ein komplett anderer Spieler, als ich es bin. Ich versuche mit meiner Art und Weise Fußball zu spielen, der Mannschaft zu helfen. Ich glaube, wir stehen ziemlich gut da. Und wenn man die beiden Spiele betrachtet, die wir nicht gewonnen haben, könnte man auch sagen, mit einem Quäntchen Glück mehr würden wir jetzt ganz oben alleine stehen. Von daher glaube ich, ist alles okay soweit. Und ja. Gegen den FAC wurde die harte Arbeit belohnt. Mit 2 Vorlagen konnte Julian dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Die hohen Erwartungen sind auch ein Zeichen dafür, dass die Austria seit dem Vorjahr sehr viel richtig gemacht hat. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Punkt, mit dem wir umgehen müssen, dass nicht alles direkt von Anfang an läuft, dass wir jeden Gegner rund spielen. Ich glaube, zum Beispiel in Steyr hat man gesehen, was wir fußballerisch drauf haben. Da haben wir den Gegner 80 Minuten lang hergespielt. Heute war es wieder ein bisschen zerfahrener. Ich glaube, das ist ein Prozess, der sich über die Saison entwickelt. Wenn man sich letztes Jahr anschaut, das Ende der Saison, haben wir auch super Fußball gespielt und ich bin ziemlich sicher, dass das auch jetzt wieder einkehren wird. Jetzt heißt es munter weitermachen. Es wartet ein langer Marathon bis zur 30. Runde. Und so viel ist sicher, mit den Fans im Rücken geht alles viel leichter.